Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Tales of Xillia 2. Im letzten Part konnten wir einen ganz kleinen Teil unserer Schulden abbezahlen. Ich meine... Nova to Luger. Come in, Luger. Ja, ich weiß, du liebst mich, ich dich aber nicht. Wie man sieht, die Summe ist immer noch verdammt groß. Wir arbeiten dran in kleinen Schritten. Aber zumindest wurde unsere Reisebeschränkung aufgehoben, die erste auf jeden Fall. Deswegen konnten wir wieder zurück nach Triglyph reisen und suchen jetzt Anhaltspunkte bezüglich Julius. Denn das, was da im Zug passiert ist, ist ja immer noch mehr als seltsam. Ich wohne hier, glaube ich. Ich weiß nur nicht mehr, in welcher Etage. Das finden wir zusammen. Is this where you live? Heraus, wollte ich sagen. Dann wurde ich miaut. Aber gut. Nee, das im Zug, klar, ne? Das Spiel, finde ich, ist immer ganz gut da drin, so schön zu wechseln zwischen alltäglichen Aufgaben, herumlaufen, Aufträge machen und eben Story. Und man vergisst recht schnell mal wieder, nachdem man eben so viele Aufträge gemacht hat, dass da ja doch ziemlich viel seltsamer Stuff passiert ist in diesem Zug. Und da wollen wir natürlich auch noch Antworten haben. So, war das mein Apartment? Ah, Tatsache. Ja, der Stern ist auch auf der Karte, sehe ich gerade, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich wollte es irgendwie alleine finden, aber hat tatsächlich funktioniert. Ist aber auch noch nicht so lange her, dass ich hier war. Er sagt mir sogar, dass ich die Hauptgeschichte jetzt fortsetzen kann. Ja gut, wir könnten natürlich noch ein paar Aufträge machen, klar, wir könnten auch ein bisschen farmen. Aber es sind halt diese 0815 Aufträge. Von daher gesehen, ich denke, ich werde welche machen, wenn ich welche machen muss. Gerne, kann ich ein bisschen quatschen. Aber fürs Erste können wir auf jeden Fall mit der Hauptgeschichte weitermachen. Is this Julius's house? You live here, Rollo? Ist das Julius' Haus? Es ist meins, obwohl ich derzeit eine Art Schmarotzer bin. Es fühlt sich an, als wäre ich ewig nicht mehr hier gewesen. Also, zweite Antwort klingt auf jeden Fall ein bisschen schöner. Ich meine, es ist auch viel passiert. Ich meine, Lugas Leben ist quasi den Bach untergegangen in der Zwischenzeit. Von daher gesehen fühlt sich das wahrscheinlich echt so ein bisschen fremd an plötzlich. It feels like I haven't been back here in ages. Wonder when I'll get to go home. Kapitel 3. Alles geht in die Binsen. So, now what? The cat's got a point. I think we're all running on fumes. Ugh, tomatoes are gross! Tomaten sind eklig. Sei nicht so wählerisch, Tomaten sind lecker. Na gut, ich tue keine Tomaten rein. Es ist halt, also wir sind echt eine sehr lustige Truppe, ehrlich gesagt. Ich meine, Luga hat so seine eigenen Problemchen, Jude ist so ein Weltverbesserer, Elle ist ziemlich aufgeschmissen und Rollo ist einfach nur knuffig. Und sie ist halt noch ein Kind, ne? Von daher gesehen kommen wir immer ein bisschen entgegen. Okay, I won't put any tomatoes in. Why are grown-ups so hot on tomatoes anyway? My daddy likes them too. Achso, ich kann mich sogar noch mal bewegen. Na gut. Also ich weiß nicht, Tomaten? Also so roh würde ich sie auch nicht essen. Aber so im Essen drin, je nachdem, finde ich es eigentlich gar nicht schlecht. Und ich bin generell ein sehr großer Fan von alles, was so in Richtung, aber Soßen, was so ein bisschen tomatig ist. Das finde ich echt geil. Aber Tomaten roh würde ich auch nicht haben wollen. Ui, dieser Raum ist wirklich sauber. Schön, dass es das Erste ist, was du anmerken möchtest. Wir haben sogar, das sah gerade etwas seltsam aus, jetzt könnte ich in den Kratzbaum eintreten. Wir haben sogar so ein schönes Bäumchen für Rollo, aber ob der da wirklich hochkommt, ob der da unten überhaupt reinpasst mit seiner Figur? Ah, Julius' Zimmer, die Tür ist verschlossen. Einfach eintreten. Was ist mit dir? Ich habe Hunger. Wie sieht es bei dir aus, Rollo? Na, wie sieht's bei dir aus? Miau. Also Rollo hat noch genug Fettreserven, auf jeden Fall. Aber ich meine, klar, ne? Elle sucht ihren Papa bzw. möchte nach Caden, um ihn dort wieder zu treffen und ist total aufgeschmissen. Von daher gesehen müssen wir uns ja so ein bisschen... Ah, ich habe Eier bekommen und Meeresfrüchte, das ist schön, und Gemüse. Müssen wir uns halt so ein bisschen um sie kümmern, ne? Ganz klar. Ansonsten... Ja, ich wollte mich noch umsehen, ob ich noch irgendwo was klauen kann in meinem eigenen Haus. Na gut.
this smells good. Thanks, Luger. It's so yummy. I feel like I'm eating at a restaurant. Hey, you cook as good as my daddy. Speaking of your father, Al, do you know where he is? No. Some scary men came to our house. I ran away by myself. That's why I'm going to the land of Canaan, so I can wish for my daddy to get rescued from those guys. Do pardon the intrusion, Luger. Mr. Bakor, I'm glad to see you're okay. I'm one of the lucky ones. No way. Surprise, phony! I guess not. Ivor. You're quite an amusing little fellow, aren't you, Ivor? I could use a comic genius as one of my junior agents. Thank you, sir. What's this all about? You haven't been watching the news, I take it. New details have emerged about the terror attack, during which a train was hijacked and then crashed into the Oscorp plant. The collision caused a massive explosion that ripped through the facility. More than 2,000 casualties were reported, including passengers and employees alike. Damages are said to exceed 10 billion gold, and experts estimate a final cost of at least 50 billion. Authorities identified the alleged mastermind behind the attack. An employee of Spurious Corporation, one Julius Kresnik. What the? But Julius couldn't have... Couldn't have what? He attacked me at the scene of the crime, for crying out loud. The police believe Kresnik didn't act alone. They're investigating persons of interest. Take a wild guess which person is the most interesting. Hey, me and Luger had nothing to do with those creeps! So the suspect's brother just happened to start his job at the station on the day of the attack. Then he vanished with the suspect. Coincidence? Come on, you gotta believe us! If you're telling the truth, then prove it. Apprehend Julius. Then the facts are sure to come to light. What? But the scary glasses guy... is alive and at large. He contacted the CEO's GHS several hours ago. Huh? He's one of my top agents and far too skilled to fall into police custody. Around his little brother, on the other hand, he just might let his guard down. Well, Luger, what do you say? If you agree to catch him, I'll at least keep the police from getting in your way. Wenn wir Julius fassen, kommt alles ans Licht. Ah, das ist so eine blöde Situation. Vor allen Dingen, wir haben ja gehört, dass Spurious eigentlich viel für Olympias getan hat. Sind ja nicht umsonst so groß und haben so viele Agenten. Aber man bekommt es irgendwie nur mit diesen ganzen, Entschuldigung, Drecksäcken zu tun. Rideau mit seiner 20 Millionen, Trillionen, Billionen Rechnung da. Und Bakur ist halt auch so ein bisschen... Ich kann ihn ja irgendwie verstehen. Ich meine, es sieht halt auch echt nicht gut für uns aus, nachdem wir da Julius gesehen haben. Er hat ihn angegriffen, wir waren auch dort. Es wirkt halt schon etwas unglaubwürdig zu sagen, wir wussten davon nichts. Aber trotzdem, die sind alle echt fies zu mir, meine Güte. Und die Sache ist, wir können uns da nicht rausreden. Wie gesagt, es sieht ja echt nicht gut für uns aus. Von daher gesehen müssen wir uns wohl irgendwie mit Julius treffen, weil wir sind ja auch davon überzeugt, dass er seine Gründe hatte oder es gar nicht getan hat. Und das können wir so vielleicht auch beweisen. Fine. I'll catch Julius. A decisive lad. You've made the right choice. Luger. As of now, you are under Spurious Corporation's protection. We have a pair of promising leads. First, your brother made contact with a researcher in Helioborg named Balin. Second, sources allege someone in Marksburg has been asking a lot of questions about Julius. Balin? How am I supposed to remember all that stuff at once, huh? So you want us to check out Helioborg in Marksburg, is that it? But how are we gonna get there without
about money. You really expect to get paid before doing any work? Honestly now, Luker. I thought Julius had raised you better than that. Ivor, you never told me you knew Dr. Mathis. It's a long story. Hey, why are you going through all this trouble? I know the surface of this man, but that is not enough. Now, I must measure his depth. Und damit ist Kapitel 3 auch schon wieder vorbei. Das ging schnell. Du bist bereit loszuziehen und etwas über Julius in Erfahrung zu bringen, aber Luger muss erst einen Teil seiner Schulden zurückbezahlen. Das kennen wir ja schon. Luger seems like he's down on his luck. You and me will have to work extra hard to compensate. Wow. No. Es ist halt immer, wenn man glaubt, es kann nicht schlimmer werden für Luger, nach all dem, was jetzt in diesen paar Parts schon passiert ist, wird es noch mal schlimmer. Also irgendwie, wie gesagt, sein Leben geht echt den Bach runter. Problem ist, er hat sich, glaube ich, immer so ein bisschen auf Julius verlassen können in vielerlei Hinsicht. Aber jetzt muss er irgendwie auf eigenen Beinen stehen und selbst für alles gerade stehen, auch wenn er es teilweise vielleicht gar nicht selbst verschuldet hat, was halt echt unglaublich unfair ist. Aber was willst du machen, ne? I never imagined that'd be how I'd run into Ivor again. How do you even know that freak? And why does he drop down on people like that? Yeah, sorry about that. How can you laugh about it, Luger? He knocked you on your butt like it was nothing. Ivor's a very skilled warrior. As Maxwell's handmaid, he had to be. Maxwell's handmaid? It's kind of a long story. I see. Sounds complicated. Yeah. It shouldn't have been, but it was. Even though we both wanted the same thing. Ach ja, Ivor. Nee, wie gesagt, es ist alles ein bisschen kompliziert mit Luger und gar nicht so einfach. Aber geben wir einfach unser Bestes. Was anderes können wir ja sowieso nicht machen, ne? Ich meine, die Schulden sind natürlich alles andere als toll. Und dass Julius jetzt Staatsfeind Nummer 1 ist, gefällt mir natürlich auch nicht. Aber die Steckbriefe sind immer unglaublich witzig gestaltet. Die sehen aus wie mit Paint gemalt. Tut mir zwar in der Seele weh, aber nun gut. This is terrible. Luger, she's crying. Go do something. Oh, how embarrassing. Hi there. I'm Miss Kitty Cat. I moved in here with 100 of my lovable cats. But I didn't quite land on my feet, as they say. Let's go back a sec. Did you say 100 cats? Why, yes. But during the move, they all got out of the bag. They've run off. What am I to do? I'm feline so helpless. I bet. Don't worry. It'll all be fine. Can I ask you for a favor? Would you perhaps help me find my babies? I'd be ever so grateful. Will they get along with Rolo? They're all very social. No need to be a fraidy cat. You gotta find them. I just can't live without them. Well, my room's on the first floor here. I'm just gonna take a little cat nap until you get back. Please stop by if you find any of my babies. And remember, if cat first you don't succeed, try again. I whisker you the best of luck. Let's go meow, before she rubs off on us. Yeah. Die habe ich komplett ausgeblendet bis gerade eben. Stimmt, die gab's ja auch noch. Wenn du auf deinen Reisen eine entlaufene Katze findest, dann tu das einzig Richtige und fange sie ein. Hast du alle 100 eingefangen, passiert bestimmt etwas katastrophal Tolles. Und weißt du was? Der Katzenkurier wurde freigeschaltet. Das ist sehr praktisch, das auf jeden Fall. Das Einzige, was ich mich frage, wieso wolltet ihr ihre Katzen in einem Sack transportieren? Da wäre ich auch weggelaufen. Let's try to find the missing cat. That way Rolo will have more friends. Yay! Nehmen wir doch gleich mal diese Katze hier. Kann ich die? Da! Yay, ich habe Carol gefangen. Ach so, das war es auch schon. Wo ist denn mein Katzenkurier? Genau. Der ist eigentlich ziemlich praktisch tatsächlich. Dafür lohnt es sich auch. Yay! Per Katzenkurier kannst du Objekte erhalten, indem du Katzen an einen bestimmten Ort schickst.
Je mehr Katzen für dich arbeiten, desto besser sind deine Chancen, Objekte zu erhalten. Du kannst auch ein Reiseobjekt bereitstellen, um deine Chancen zu erhöhen. Genau. Düm, jawohl. Bedeutet quasi, wir können uns einen Ort aussuchen. Aktuell haben wir noch nicht so viel Auswahl. Wir können potenziell noch ein Reiseobjekt mitgeben, wenn ich eins hätte. Und ja, dann können wir dort eine Katze hinschicken. So ein bisschen warten. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Steht das da vielleicht dran? Jawohl. Bye, bye. Miau. Auf jeden Fall bekommen wir dann irgendwann die Rückmeldung. Wahrscheinlich leert sich der Kreis da oben. Ja doch, der leert sich, glaube ich, sogar minimal. Und irgendwann kommt dann unser Kätzchen zurück und bringt uns gegebenenfalls ein paar schöne Items mit. Und man sieht da unten auch, man kann so und so viele verschiedene Dinge finden. Und das ist einfach ganz praktisch. Also ich finde, das kann man ruhig hin und wieder einfach machen. Stört ja nicht, mal eben eine Katze loszuschicken. Also das ist schon nett. Klauen wir erstmal Ivers Sack. Warum hast du da Kieselsteine? Yo! Und Schwerter. Und Apfelgummis und Orangengummis und Trank des Lebens. War das so mein Starterpaket gerade? Nutze die Ausrüstung, die man euch gegeben hat und erledigt euren Job. Ja, genau. Dann lass mich doch mal kurz gucken, ob die Schwerter jetzt stärker sind. Ja, doch. Kann man nehmen. Sehen auch eigentlich ziemlich episch aus. Na gut. Und ansonsten hatten wir noch was für die Aliumkugeln bekommen. Genau, wir haben jetzt noch Kieselstein und Brise. Aber ich denke... Ja, ihr könnt erstmal, denke ich, die Sachen lernen, oder? Dass du hier noch ein bisschen was lernst. Oder überhaupt erstmal was lernst. Du kannst halt nicht so viel tatsächlich dazu bekommen. Na komm, du kriegst mal... Oh, jetzt habe ich Luga ausgerüstet, das wollte ich doch gar nicht. Das wollte ich. Ich sollte auch die Figur vorher wechseln. Stimmt, deswegen war da auch angezeigt, dass er nichts mehr lernen konnte, weil ich nicht auf Jude gewechselt habe. Dumm die Dumm. Nee, dann kannst du erstmal so bleiben. Du lernst hier zwar auch noch schöne Sachen, aber erstmal das fertig machen. Da war ich kurz mal wieder geistig abwesend, aber nicht weiter schlimm. Na gut, dann Aufträge machen. Da bin ich richtig, ne? Jawohl. Gut. Also die Kapitel sind teilweise echt kurz, aber die werden definitiv auch teilweise länger. So, was haben wir denn hier Schönes? Du hast jetzt Zugriff auf Elite-Monster-Infos. Elite-Monster sind mächtige Bestien, die auf der gesamten Welt umherstreifen. Die Auftragsbörse wird dich für ihre Eliminierung großzügig entlohnen. Ich muss nur ganz ehrlich sagen, das sind halt schon heftige Monster, ne? Also, die tun schon ziemlich weh. Deswegen, ich möchte die auf jeden Fall alle klatschen. Aber ich glaube, ich möchte noch ein kleines bisschen warten, bis ich das tue, weil, wie gesagt, das sind schon ziemlich heftige Monster. So. Dann haben wir, was hätte geschehen können? Da muss ich ein Tomatenomelett liefern. Okay. Ansonsten, da wurde dein Kater gesehen. Bitte such ihn. Irgendwo in Duval und mehr Katzen und mehr Katzen. Okay. Eigentlich können wir die ganzen Katzen vielleicht mal eben suchen, oder? Das ist in Duval. Das können wir machen. Das ist auf der Alest-Höhenstraße. Ja. Und das ist irgendwo in Triglyph. Sie liebt Züge. Okay. Dann nehme ich jetzt erstmal kurz die Katzen, bevor ich wieder vergesse, wo die alle sind. Und dann schauen wir mal weiter. Dass wir die erstmal finden. Das ist ja vielleicht nicht verkehrt, ne? Die armen Katzen hier in Triglyph, da würde ich auch nicht alleine rumstreunern wollen. Einmal da abbiegen. Ansonsten haben wir Ivar kennengelernt. Wer Tales of Xillia 1 kennt, der hat wahrscheinlich so den gleichen Gesichtsausdruck drauf gehabt wie ich. Dieses, was macht der Trottel hier? Und natürlich hat er seinen altbekannten Jude-Spruch gehabt. You phony. Das hat er auch immer gemacht im ersten Teil. Also Ivar, müsst ihr wissen, ist der Trottel vom Dienst. Also wirklich, es ist einfach so. Ich habe ihn nicht immer umsonst so genannt. Und prinzipiell, abgesehen davon, dass er immer ziemlich lächerlich war, auch im ersten Teil schon. Katze? Ich sehe überhaupt keine Katze. Hat er auch eigentlich ziemlich Schuld an vielen Dingen, tatsächlich. Aber ihr redet mit mir wahrscheinlich nicht über die Katzen. Vielleicht ist sie auch vorm Bahnhof irgendwo. Ich weiß nicht. Katze?
Katze? Die müsste ich doch eigentlich auch ziemlich gut sehen können. Aber es hieß doch, die mag Züge. Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz nachgucken. Bibliothek, Ereignisliste, Auftrag. Das war das in Duval. Das war das auf der Höhenstraße hier. Meine Katze Suse wurde gesehen. Sie liebt Züge. Ich hoffe, sie geht den Bahnangestellten nicht auf die Nerven. In Triglyph. Vielleicht tut sie das ja und ich muss doch mit denen reden. Gucken wir mal. Ah, alle Fahrgäste müssen sich was kaufen. Okay. Du redest über die Terroranschläge. Okay. Dich hatte ich ja gerade schon. Ach, da! Ich habe nämlich gerade ein Miauen gehört. Also es kam mir zumindest so vor. Und, ja, hatte mich kurz gesagt, hä, muss doch hier irgendwo sein. Okay, also teilweise muss man da echt die Augen offen halten. Wobei, kann ich nach Duval fahren mit dem Zug? Geht das? Jawohl. Ja, bitte. Da ist ja angeblich auch noch irgendwo eine Katze. Da muss ich gleich nur noch mal nachgucken, was dabei stand. Also jetzt die ganze Backstory von Iva zu erklären, ist mit Sicherheit nicht so einfach. Sagen wir einfach, wir haben ja festgestellt, in Risa Maxia gibt es ja diesen Geisterkreislauf und Maxwell ist eben der Herr der Geister, der über diesen Kreislauf wacht. So, das war das. Ich klicke immer auf das Falsche. Er mag hohe Orte und ist etwas langsam. Okay, gucken wir doch mal, dann wahrscheinlich nicht hier am Bahnhof. Und Iva war eben der Diener von Maxwell und sehr, sehr fanatisch. Von daher gesehen, ja, war etwas schwierig zu handhaben und er konnte Jude auch nicht wirklich leiden. Wow, look at all the different shops. Duval is a market town. They say you can buy just about anything here. Huh. Everyone's yelling about how cheap their stuff is. How much lower are the prices here? Wie viel niedriger sind die Preise denn hier? So niedrig, dass sie bluten. Nur ein bisschen niedriger. Just a little lower. Only a little? Why? Well, I'm sure they try to make them as cheap as possible, but, you know, there are larger issues. I know how to make things cheaper. You gotta cut the prices yourself. You mean by haggling with them? I've seen people do it, but I've never tried it myself. Is that what they call it? You shouldn't be afraid to try it. It's really easy. You just take the corner of the price tag and rip. Huh? Elle, you can't just tear a digit off the price tag. That's not haggling at all. No. Na gut. Ja, wo könnte denn hier die... Ich muss ganz ehrlich sagen, an manche Aufträge erinnere ich mich ja vielleicht noch. Aber nicht unbedingt daran, wo die Katzen waren. Bedeutet, das könnte halt echt ein bisschen dauern, aber... Sie mag hohe Orte. Vielleicht... Aha! Kann ich dich bitte irgendwie fangen? Vielleicht, eventuell. Ich habe die Katze gefunden. Muss ich von hier... Ah, ich muss sie... ich sehe nichts mehr. Irgendwie von hier vielleicht? Da! Yay, wir haben Luke gefangen. Gut. Und dann die Alest-Höhenstraße. Kann ich hier eigentlich durch? Also funktioniert das, dass ich jetzt einfach nach Triglyph laufe? So, wie war das denn? Ich glaube westlich, das ist die östliche Region. Ich glaube, ich gehe lieber von Triglyph aus. Ich habe keine Lust, dass ich dann wieder vor den Leuten stehe, die mir sagen, du kommst hier nicht durch. Von daher gesehen, ich glaube, wir machen es lieber wieder so, dass wir zurückfahren. Also klar, das dauert immer so ein kleines bisschen, gerade wenn man dann immer von A nach B muss und so weiter. Und das ist natürlich auch ein bisschen... langwieriger Katzen zu suchen, als random irgendwelche Monster zu klatschen, ganz klar. Aber die Katzen will ich nicht klatschen. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, dass da so ein bisschen Abwechslung mit drin ist. Hiya! How goes the saving spree? All of the company's most ruthless debt collectors try to take over your account, you know. But I fought them all off for you! Danke? Oder so? Ich wollte gerade sagen, ich habe mein Handy gehört. Und dann bin ich ganz schnell geflohen. So, Höhenstraße, einfach geradeaus. Irgendwo in der westlichen Region. Irgendwo war Felsen, glaube ich, müsste die Katze sein.
Dann gucken wir doch mal, ob wir die auch noch finden. Katzenretter Luga. Und so ein paar Materialien können wir auf jeden Fall auch noch mitnehmen. So. Kämpfen will ich jetzt prinzipiell eigentlich nicht unbedingt. Aber wenn ich irgendwo reinrenne, dann renne ich halt irgendwo rein. Die Sache ist, die Katzen sind ja auch, ne, klein. Heißt, die können sich auch mal gut irgendwie verstecken, dass man sie nicht mehr sieht. Hi. Das war doch nicht von hinten, das war von der Seite. Ich bitte dich. Aber okay. Dann halt so. Aber ich finde es immer sehr cool, wie sie, sag ich mal, die Charaktere aus dem ersten Teil hier einführen, sag ich mal. Weil Ivar war halt nicht der wichtigste Charakter im ersten Teil, aber wie gesagt, er hat schon Eindruck geschoben, sagen wir mal so. Nicht unbedingt den positivsten, aber ja, er war anwesend. Dementsprechend fand ich es eigentlich ganz cool, wie sie ihn jetzt hier... Ich habe das Elite-Monster gefunden übrigens da hinten. Wie sie ihn hier vorgestellt haben. Mache ich dich auch mal ganz kurz platt und dann schaue ich mal vorsichtig um die Ecke, ob ich da irgendwo die Katze sehe. Bitte steh nicht direkt neben dem Elite-Monster. Das will ich irgendwann, wie gesagt, auch noch umnieten, aber nicht jetzt. Also ich weiß nämlich, die waren damals ganz schön hart. Deswegen heißen die auch Elite-Monster. Yay! Und da habe ich ein bisschen Angst, einfach reinzurennen. Nein, 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 nein. Aber... Katze? Katze? Nein, ich glaube, hier war keine Katze. Meine Güte, muss mich das auch noch jagen? Okay, bleib schön da hinten. Oh. Irgendwo hier muss die Katze sein. Das auf jeden Fall. Es hieß ja im westlichen Bereich. Oh, ich habe ein Art erlernt. Das ist schön. Bedeutet... Hi. Ist da hinten schon der östliche Teil? Wenn ja, müssen wir dann gar nicht weitergehen. Dann muss die Katze ja hier irgendwo sein. Also ich werde nicht permanent irgendwelche Katzen suchen. Keine Sorge. Ich werde mit Sicherheit auch gerne mal ein bisschen kloppen, so wie jetzt. Aber, ja, wie gesagt, für die Abwechslung. Yay! Jetzt würde ich schon gerne mal die Katze finden, so langsam. Weil hier ist schon die östliche Region. Das heißt, da ist keine Katze. Okay. Heißt, wir drehen jetzt jeden Stein um, bis ich meine Katze gefunden habe. Oh, wow. Farblich. Echt nicht so nett, ne? Muss man aber schon so sagen. Also abgesehen davon, dass man die von der anderen Seite gar nicht gesehen hätte, hat die sich jetzt farblich nicht so sehr abgesetzt vom Rest dort. Ah, das war's schon. So. Heißt, wir können die Aufträge jetzt abgeben. Gut. Hat wie gesagt jetzt ein kleines bisschen gedauert, aber hey, wir haben ein bisschen was anderes mal gemacht und wir haben das Elite-Monster zumindest kurz gesehen und sind weggelaufen. Also ich weiß nicht, ob ich das besiegen könnte. Mag sein. Aber ich fühle mich zum einen noch nicht hundertprozentig eingespielt und zum anderen kann ich auch noch ein bisschen leveln, bevor ich das mache oder vielleicht mal ein paar mehr Teammitglieder bekommen. Aber ich glaube, das wird sogar bald der Fall sein. Ich meine, die Orte, die sie gerade genannt haben, da könnten wir unser Team vielleicht sogar mal erweitern. So. Zack. Das einmal ausliefern. Das auch. Und das auch. Sehr schön. Hi, na? Du möchtest 7000 Gold von mir haben? Na, von mir aus. Da habe ich zwar kein Geld mehr, aber weil du es bist. You've been dropping such regular BMs lately. Oh, a BM is just biz top for bank monies. Keep up the payment pace. Well, well. Looks like I can lift another one of those pesky travel restrictions. But only one! So, Marksburg or Helioborg? What's it gonna be? Ah, ich habe damals Marksburg genommen. Interessant, da war ich mir jetzt... Ich habe mich gerade im Kopf auch schon gedacht, ich glaube, ich würde eher Marksburg nehmen. Ich habe mich echt nicht verändert in dem Sinne. Tatsache ist, wir müssen eh beide Orte abklappern. Aber ich glaube, man kann hier quasi entscheiden, welche Charaktere man zuerst treffen möchte.
ob Helioborg oder Marksburg. Ich würde schon lieber wieder Marksburg nehmen, glaube ich. Ja, doch. Let's go with Marksburg. Roger that. Marksburg. The slender thread that ties Olympias to Rizomaxia. I've never been there myself. You gotta tell me what it's like. Send me a postcard or something, will ya? By the way, just a teensy bit more, and I might be able to lift the other restriction too. Toodles! So someone's looking for Julius? I wonder who. Your clothes sure smell nice. What's that smell from? Do they? I don't do anything special. It's probably just the fabric softener. Postkarte. Sieht aus, hätte ich Geld für eine Briefmarke. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Aber gut, da haben wir schon mal die erste Beschränkung aufgehoben. Dann würde ich sagen, wir können im nächsten Part gucken, was unsere Katze uns gebracht hat. Ob noch irgendwelche interessanten Aufträge dabei sind, dann können wir die ja auch mal meinetwegen schon machen. Wir müssen die andere Beschränkung eh noch aufheben. Und dann können wir prinzipiell nach Marksburg. Da bin ich auch mal gespannt. Habe ich nämlich auch gar nicht mehr so im Kopf, aber ich meine, das war ziemlich cool. Dann würde ich sagen, das war's für heute mit Let's Play Tales of Xillia 2. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.